Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Es ist zu jung, um Bernstein zu sein. Also ist es vielleicht Kopal. Es riecht jedenfalls fantastisch.
Komm und sieh dir meine Ware an. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich liege stumm, wo einst Pfeile flogen, und bewache eine Tür, die sich nicht mehr öffnet. Wir sind dem Napo bis zum Amazonas gefolgt. Wochenlang nichts als Dschungel. Phillips hat das Fieber gepackt, weshalb ich den Mistkerl die letzten Tage durch diesen gottverlassenen Dschungel schleifen musste. Nachts hielten mich seine Schreie wach. Er fantasierte, er wäre über und über mit Schlangen bedeckt. Die Erschöpfung drohte uns zu übermannen, als wir plötzlich eine kleine Ansiedlung am Fuße eines uralten Tempels erreichten. Die Einheimischen gaben uns zu essen und pflegten Phillips, bis sein Fieber abgeklungen war. Als ich ein wenig herumfragte, erfuhr ich, dass es ganz in der Nähe einen zweiten, nahezu identischen Tempel gibt. Sobald Phillips wieder bei Kräften ist, werden wir die Tempel erkunden. Diese Reise wird also doch nicht umsonst gewesen sein. Dich. Vom Leben bis zum Tod, vom Vollmond bis zum Neumond, dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle.
Inti ist der Sonnengott der Inka, erschaffen vom Schöpfergott Viracocha. Die Herrscher der Inka betrachten sich als seine direkten Abkömmlinge, da Inti die Schutzgottheit des Reiches und militärischer Eroberungen ist.